Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei X-Men Origins Wolverine. Wir machen natürlich direkt mal dort weiter, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Und natürlich erstmal ein Dankeschön an die vielen Mutanten da draußen, die das ganze letzte Video positiv mit einer Krallenbewertung hinterlassen haben. Ja, ihr seht schon, wir befinden uns immer noch in dieser gottlosen Gegend. Und wir müssen irgendwo einen Weg finden, dass wir hier rauskommen. Alles klar, und noch mehr von euch. Ich habe nie meine Ruhe, das habe ich schon in der letzten Folge auch gesagt. Okay, Moment mal. Ich sehe schon, wir müssen den Wagen bestimmt hier hinziehen. Okay, reicht das schon? Nee, ich glaube nicht. So, dann noch einmal drücken. Und jetzt kann ich es benutzen. Oder auch nicht. Oder habe ich was wieder mal übersehen? Nee, ich muss schon da nach oben. Das war schon hier richtig. Ah, Moment mal, ich sehe das erst jetzt. Hä? Wieso funktioniert das nicht? Ah, ich kann auch nur hier rein? Okay, aber da fülle ich nur was zum Sammeln. So, ich check mal kurz in die andere Tür. Ah, okay. Was macht es das? Aha, okay. Da sind wir einen Schritt schon mal näher gekommen. Okay, Moment mal. Das ziehen wir mal zurück. Okay, aber das bringt mir, glaube ich, nichts. Ah, doch. Ah, ich glaube, jetzt sind wir ein Stück weiter gekommen. Ich glaube, ich habe das Rätsel jetzt gelöst. Okay, war am Anfang sehr verwirrt, aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Einfach die Tür aufbrechen. Einfach mit Gewalt. Denn bei Logan funktioniert Gewalt einfach alles. So, hier ist auch Checkpoint. So, Moment mal, bevor wir den killen, möchte ich das hier noch kurz einsammeln. Überraschung, Kumpel. Tja, zwei auf einen Streich. Yep, ich bin's. Weapon X ist noch am Leben. Als ob der Soldat mich einfach weggekickt hat. Das wird noch ein Nachspiel geben. Och nö, schon wieder ein Wendigo? Ihr wollt doch mich veräppeln. Wie viele von diesen Wendigos habt ihr denn? Das ist doch nicht normal. Wow, zwei Wendigos? Zwei Wendigos auf einmal? Ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht mehr normal. Oh Gott. Das ist auch noch gefährlich.
Wie soll ich das denn schaffen, bitte schön? Und da gehe ich einfach hier durch? Ah, ich ignoriere die einfach. So geht's auch. Muss ja nicht alle töten. Ach so ist es. Okay, okay. Hey, wieso klappt das nicht? Da mache ich das eben so. Ich kann einfach die Wendigos einfach ignorieren. So geht's auch. Aber dafür die Soldaten nicht. Ich meine ja theoretisch auch, aber komm schon, wenn ich die Wendigos das nicht mache. Und dann eben meinen Soldaten. Ich finde, zwei Wendigos sind schon echt übertrieben. Ich bin ja klar, das kann man auch schaffen, aber ich hätte es so sehr verkackt, deswegen habe ich das einfach übersprungen. Okay, wow, der ist noch gesprungen. Okay, nur noch du, mein Freund. Okay, das waren alle. Ah, Moment mal, da ist wieder was zum Einsammeln. Logan, ich möchte jetzt hier gerne weiter. Hey, Logan, you got me? It's me, your old pal, Nord. Surviving that artillery strike was one thing, but I gotta hand it to you. That helicopter stunt was amazing. It's a shame I gotta put you down. See you soon, buddy. I'm looking forward to it. Oh Gott, jetzt kommt dieser eine Kerl zurück. Der Typ, der halt so gut schießen kann. Ich vergesse immer, wie der heißt. Oh, das wird jetzt schwierig. Oh, noch mehr von euch. Das kann doch nicht der einzige gewesen sein, oder? Ach, da ist er. It's North. Oh Gott, wie soll ich das denn jetzt machen? Hey, ich habe noch ein Grund zum Kämpfen. Und zwar euch alle, ihr habt mich nur benutzt. Alter, wie kann es sein, dass die mich jetzt hier erwischen? Alter, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Oh Gott, das ist doch schwer, wie ich dachte. Oder musste ich einfach nur hochklettern? Ich glaube, ich musste hochklettern. Ja, ich finde es cool, dass Logan ein bisschen hier die Animation ändert. It's North! Oder Nord.
Einfach klettern, einfach klettern, einfach klettern, einfach. Ey! Oh, dieser verdammte Mistkerl! Ey! Hör auf! Hör auf! Alter, wie viele sind denn noch? Es nimmt hier fast kein Ende. Ich kann ja theoretisch hochklettern, aber ich werde ja von diesen Mistkerl immer einfach abgeknallt. So, ich habe jetzt meine Ruhe. Ich komme zu dir, North. Auch so ein komischer Name, North. Okay, bin ich jetzt hier ein bisschen sicherer. Boah, das war schon etwas heftig. Einfach immer zum nächsten springen. Das ist so einfach. Und irgendwie auch so witzig. Ich springe einfach zu euch und schlitze euch auf. Ja, warum ich diesen Mann getötet habe? Ganz einfach, weil ihr wollt mich töten. Ja, ich bin einfach ein Mutant. Die fragen auf Fragen. Was zur Hölle bist du? Ich bin ein fucking Mutant. Ein sehr geiler Mutant, der so geile Fähigkeiten hat. Bist du jetzt der letzte Buddy? Wie es aussieht, schon. Oh Gott, noch mehr von euch. Wirklich? Habt ihr daraus nichts gelernt? Wollt ihr noch mehr Männer verlieren? Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Ah, okay. Wie gut, dass ich halt diese Sinne habe, weil ohne diese Sinne wäre ich jetzt ein bisschen auch blöd gewesen. So, hier habe ich wieder mal was einzusammeln. Sehr nett und weiter geht's. Aber glaubt mir, Leute, wir haben diesen Nord nicht zum letzten Mal gesehen. Der kommt schon noch. Aber ich glaube, ich muss jetzt hier warten. Oder fließt das Ganze dann halt nur so stark? Hier muss ich es warten. Fließt es jetzt auch
Ach so, okay, ich konnte einfach nur da durch. So, hier muss ich jetzt genau warten, bis das Wasser aufhört zu fließen. Und springen! Jawohl. Ich weiß noch ganz genau, ich habe an der Stelle so oft verkackt. Ich hoffe, das passiert mir nicht noch einmal. Und springen! Boah, das war knapp. Das war so knapp, aber ich habe es geschafft. Gott sei Dank. Und das beim ersten Mal. Wie geil. Naja, man lernt halt aus seinen Fehlern. Ah, da ist der Kerl. Der versteckt sich. Ah, der ballert hier nur. Denkst du wirklich, deine Schüsse können mich killen? Ich komme zu dir. Und der nächste. Noch mehr von euch, alles klar. So, erstmal die Typen müssen hier weg. Erstmal die hier. Typen mit Waffen haben erst Vorrang. Was? Jetzt habe ich auch die übersprungen. Naja, da habt ihr mal Glück, dass ich euch verschont habe. Wie die auch immer schreien, das liebe ich einfach. Ich liebe es einfach, wie die auch sowas reagieren. Okay, ich glaube, im North musste ich, glaube ich, hier sein irgendwo. Okay, das war ein bisschen jetzt hier schwierig. Schnell rüber zum nächsten. Ah, okay. Ey, weißt du was? Komm, lass uns hier kämpfen. Ja, komm zu mir. Aber das ist auch so schwer. Ach, und du und deine Versprechen, die können mich mal. Ja, so bin ich. Komm, Kumpel, komm zu mir einfach. Ja, komm zu Opa Logan. Du dein Herrchen. Wow. Ich habe jetzt echt nicht gesehen. Oh Mann, ey. Naja, drei Stunden sind schon mal weg. Ey, komm, hör auf damit. Es wäre immer besser, wenn die zu mir kommen. Weil da ist dieser Typ mit dem Sniper nicht da. Da habe ich hier meine Ruhe. Ach, der ist jetzt auf einmal weg. Jetzt ist er auf einmal weg. Ja, weil er gesehen hat, ich komme immer näher, dann verpisst er sich. So einer bist du. Hier ist noch etwas zum Einsammeln. Sehr schön. Lass die Wut in dir raus, Logan. Lass den Wolf in dir raus. Denn genau so einer bist du doch. Ja, komm raus, wo du steckst. Ich finde dich hier wieso.
Ach, ich bin die ganze Zeit in der falschen Richtung gegangen, wie gemein. Vor allem, wie sieht er bitte schon da aus? Ich glaube, im Spiel sieht er hier etwas anders aus wie in einem Film. Oh, Mann, ey. Ja, genau sowas hasse ich auch, wenn die Leute mich einfach hier runterschmeißen wie eine Sau. Ich mache einfach mit denen einen kurzen Prozess. So, davon hast du es. Ich habe einfach die Schnauze voll von euch. Und eine guckt nur zu. Tja, Kumpel, du konntest fliehen. Ich hätte dich verschont. Vielleicht. Oh, fuck. Ihr wollt doch mich verarschen, oder? Wieder ein Wendigo. Moment mal. Sind das mehr als drei? Wenn ich das richtig sehe, sind es insgesamt vier Wendigos. Okay, gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Jawohl. Ja, war doch sowas von klar. War sowas von klar. Och nee, kommt schon, Leute, kommt schon. Ihr wollt doch nicht veräppeln. Das ist nicht mehr normal. Ich glaube, die können sich auch selber schaden. Jawohl! Der zweite schon mal weg. So, nur noch du, mein Freund. Das wird jetzt wieder ein Kinderspiel. Jawohl! Und Level Up! Level 16. Ach, das war sowas von klar. Warum hast du den letzten nicht einfach sofort erschossen? Komm schon, North.
Du siehst doch, aber keiner kann mich hier aufhalten von diesen Typen. Auch wenn du 4 Stück auf einem Ort hast. Du siehst ja, alle werden hier sterben. Schade, dass wir die nicht durchbohren können. So, das war der letzte. Was jetzt, Kumpel? Was jetzt? Ah, jetzt ist, schickst du einen weiteren Heli. Aber Moment mal, ich kann da... Ah ja, stimmt, ich konnte da drauf springen. Überraschung! Wie die auch voll Panik immer schreien. Ich meine, klar, ich kann es verstehen, aber... Tja, leg dich niemals mit deinem Logan an. Oder Wolverine. Oh ja, das war so schwierig. Oh, ich muss, glaube ich, hier in der Nähe so landen. Das war wirklich nicht so einfach damals. Ich kann auch nichts machen, ich kann nur Viereck drücken. Da stürzt ihr ab. Gott, jetzt kommt der nächste. Oh, das war... Ja. Ah, doch. Ich hab's doch geschafft. Ich dachte, ich hätte es verfehlt. Und geschafft, würde ich mal sagen. Good people tend to die around you. You should stick with the bad, or more your speed. Africa proved otherwise. The jungle? You still crying in your beer over what we did there? Wasn't something I'm likely to ever forget. You actually think you're the good guy here. Do me a favor. Take a message to your boss. What's your status? I'll mail you back pieces of him. You ran on me. You tried to kill me. Now where's Victor? Look, come back to base and I'll tell you everything. We'll take Victor down together. Wrong answer. I'm going after Victor Creed. Logan, if you go down this road, you're not going to like what you find. After I kill Victor, I'm coming for you. Give me one of the animal curl. Oh, you got it. Now to find Creed, I need the help of an old friend who knows all about disappearing. John Wraith. Wraith? Wraith? John, if you're here, you left your front door... open. You have one new message. John, it's Raven. You gotta be kidding me. Damn it, John, where the hell are you? I think I have a line on Creed. How could you, darling? You're dead. At least you were supposed to be back then. Stryker, is your operative dead? No one could have survived that explosion. Logan has a way of surviving anything, Agent Darkholm. Emitter 1 is down. All right, Logan,
double back to the temple courtyard to await further instructions. Wraith, give me a sweep. Sorry, sir. There's still too much interference. We need to take out the other emitters. Damn it. I need the location of that village. Striker, your team is aware that once they reach the village, they're required to follow strict rules of engagement. Right? Yes, Agent Darkholm. We'd all hate for Washington to receive a bad report from you. Okay, jetzt sind wir wieder zurück in Afrika, wieder in Flashback-Time. Nun gut, aber die eine Sache können wir schon mal abhaken. Wir sind endlich aus diesem dunklen Wald endlich raus. Alles klar. Okay, ich weiß, es geht spannend weiter, aber leider muss ich hier die Folge beenden, weil sonst... Weil, beziehungsweise haben wir schon die Folge etwas überzogen, aber das macht ja nichts. Okay, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich super duper freuen. Und wie es weitergeht, das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge hier bei X-Men Origins Wolverine. Also Leute, macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.